So, guten Morgen, auch von meiner Seite Shalom, Herr segne euch. Und herzlich willkommen, besonders auch an diejenigen, die ich heute zum ersten Mal sehe oder gesehen habe. Schön, dass ihr da seid. Und ja, kann man mich da hinten hören? Ja. Geht, perfekt. Ja, erstmal eine Frage an die jüngeren Kandidaten hier. Die Kinder sind ja heute auch da. Heute geht es um ein Thema. Um eine bestimmte Sache geht es heute. Und ich stelle euch quasi ein kleines Rätsel und ihr kommt ganz bestimmt drauf. Also das, worum es heute geht, wird verglichen mit einem Hammer. Ich habe ihn leider nicht mitgenommen. Ich habe leider auch keinen richtigen Vorschlaghammer zu Hause. Aber es geht um einen Hammer, der ist so groß, so stark, der kann sogar Felsen zerschmettern. Kommt schon jemand drauf? Ein Wort. Ein Wort, genau. Du musst dich gar nicht zum Schwert kommen, genau. Beim Schwert wäre bestimmt jeder drauf gekommen. Genau, sein Wort wird mit einem Hammer verglichen, der Felsen zerschmettert. Sein Wort wird auch mit einem zweischneidigen Schwert verglichen. Und der Bruder Benjamin hat mal gesagt, ja, warum ist das eigentlich zweischneidig? Damit es erst dich trifft und dann den anderen. Ja, um sein wunderbares Wort darf es heute gehen. Und ich fange an mit so ein paar Versen, die einfach nochmal unterstreichen, wie wunderbar sein Wort ist. Und letzten Endes wollen wir dann auf Psalm 119 kommen. Und der Psalm 119, der ist einfach ein Loblied auf Gottes Wort. Also wunderbar. Und zu dem Psalm 119 werde ich später vielleicht noch ein paar einleitende Worte sagen, aber da werde ich nicht viel Auslegen brauchen, weil das ist sehr, sehr eindeutig. Genau. Aber wir fangen, genau, Psalm 119 könnt ihr vielleicht so ein Merkdings da reinmachen, so ein Lesezeichen. Ich fange jetzt aber an mit Johannes 1, ab Vers 1 bis 4. Genau, Johannes 1, Vers 1 bis 4. Da lesen wir wieder von dem Wort. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Wir können gleich weitergehen bis Vers 14, da steht nämlich noch was über das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Genau. Und das Wort Gottes haben wir einmal hier in Schriftform von uns, eine ganze Menge davon. Und das Wort wird aber auch mit dem Herrn Jesus zusammengebracht. Also der Herr Jesus Christus hat mehrere Namen und ein Name von diesen wunderbaren Namen, die seine Eigenschaften beschreiben, sind das Wort. Und hier steht in Vers 3, alles ist durch dasselbe, also durch das Wort entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und da sehen wir einfach, was für eine Kraft das Wort hat. Wenn ich sage, hier, Becher, schieb dich mal nach links, passiert leider nichts. Meine Worte sind leider nicht so kraftvoll. Aber, ist vielleicht auch besser so. Aber Gottes Wort, wenn er spricht, dann geschieht's. Und so kraftvoll ist sein Wort. Und mit dieser Kraft, mit diesem Wort, wird der Herr Jesus Christus betitelt. Und hier steht, dieses Wort ist Gott. Also Jesus Christus ist Gott. Und er wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also wurde Mensch. Und dies ist das Wort. Und das Wort, wir haben auch vorhin von dem Evangelium gehört, das ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist über den Herrn Jesus Christus, dass er, Gott selbst, Mensch geworden ist, auf die Erde kam, ein sündloses Leben gelebt hat, ohne einen einzigen Fehler. Und er, der Gott, der keine Sünde getan hat, hat für dich und für mich, für alle Schuld bezahlt,
am Kreuz, hat all den Spott getragen, der dich hätte treffen sollen, der mich hätte treffen sollen, den ich verdient hätte, hat er einfach getragen, hat sich nicht verteidigt, er hätte die ganze Menschheit sofort wegklatschen können. Aber der lebendige Gott hat sich nicht gewehrt, er hat auch nicht wieder geantwortet, wenn die Leute ihn verspottet haben, und er hat nicht nur den Zorn von Menschen getragen, die nicht begriffen haben, was hier los ist, sondern er hat den Zorn des lebendigen Gottes über die ganze Menschheit getragen. Und weil er den Zorn Gottes getragen hat und weil er das Getrenntsein von Gott getragen hat, deswegen dürfen wir jetzt aus Gnaden Gemeinschaft haben mit Gott und dürfen jetzt in das Allerheiligste treten und brauchen auch keine Angst haben, egal was Menschen uns antun wollen, egal was uns jemals treffen sollte und egal, ob im Winter vielleicht ein großes Blackout kommt und kein Strom mehr funktioniert für eine Woche oder so. Der lebendige Gott ist da und er wird bei uns bleiben. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, dieses wunderbare Wort ist ein riesiger Schatz. Wenn wir dieses Wort nicht hätten, keiner von uns wäre heute hier, garantiert. Und ich wäre auch ganz woanders, wer weiß, ob ich noch am Leben wäre. Und dieses wunderbare Wort dürfen wir weitergeben an die verlorenen Menschen, an die verlorenen Völker. Und davon hat der liebe Bruder Mario heute Morgen gesprochen, dass der Jona damals damit beauftragt worden ist, dieses wunderbare Wort der Botschaft, der Rettung, der Gnade Gottes weiterzugeben an verlorene Menschen, die gar keine Ahnung davon haben. Gott sagt über die Leute in Ninive, sie können auch nicht mal die rechte Hand von der linken unterscheiden. So ahnungslos sind sie gegenüber Gott. Und der Noah hat nur gesehen, was sie alles gemacht haben. Und es war ein grausames Volk, die haben schreckliche Dinge getan, die will ich jetzt auch nicht alle ausmalen. Aber Gott hat selbst ihnen die rettende Hand ausgestreckt. Und selbst ihnen hat er Gottes Wort gesandt, damit sie gerettet werden. Und das geht nicht um unsere persönlichen Abneigungen. Gott hätte viel mehr Grund, persönliche Abneigung zu haben gegenüber Menschen. Aber Gottes Initiative war es, einem so gottlosen Volk wie denen in der Stadt Ninive die gute Botschaft zu bringen. Und da hatte Jona nichts mehr zu melden. Der konnte nicht aufbegehren und sagen, nee, also das Volk, nee, zu dem gehe ich nicht. Da hat Gott erstmal sich den Jona vorgeknüpft. Und wie wunderbar zu sehen, dass die Niniviten wirklich Buße getan haben. Und das darf auch uns ermutigen, zu jedem, und sei es noch so ein gottloser Mensch, hinzugehen und ihnen die gute Botschaft zu geben. Wir hätten sie auch nicht verdient. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass wir Buße getan und gerettet werden dürfen, jetzt ihn kennen dürfen. Und genauso schickt er auch uns zu jedem, besonders denen, die wir vielleicht ganz verloren halten, dass wir auch zu ihnen gehen und ihnen das wunderbare Wort bringen. Ja, lass uns Hebräer 1, Vers 3 aufschlagen. Ist nur ein einziger Vers. Da geht es weiter um den Herrn Jesus Christus. Und es geht weiter um das Wort. Hebräer 1, Vers 3. Genau. Also die Rede ist von dem Herrn Jesus Christus. Wird in den ersten zwei Versen klar. Darauf bezieht sich jetzt der Vers 3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner, also Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Halleluja. Und das wollte ich nur noch mal betonen. Also er hat nicht nur damals gesagt, es werde Licht und dann blieb es einfach Licht so, wie wenn ich hier den Becher hinstelle und der Becher bleibt da stehen. Nein, hier steht, dass alle Dinge, all die Zeit und bis heute und auch weiterhin getragen werden durch das Wort seiner Macht. All das, was existiert, wird getragen durch das Wort seiner Macht, sonst wird es wahrscheinlich aufhören zu existieren. So wunderbar, so kraftvoll ist sein Wort. Es wurde nicht nur damals ausgesprochen, hat damals was gemacht, sondern es wirkt bis heute. Und alles, was existiert, was wir bestaunen dürfen, wird getragen durch ihn, existiert durch ihn. In Jesaja 55 lesen wir einige Verse über Gottes wunderbares Wort. Da geht es auch wieder um das Evangelium.
Jesaja 55, ab Vers 6. Jesaja 55, ab Vers 6. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Kleine Randnotiz, wenn wir auf der Straße sind und bieten Leuten das Wort Gottes an, dann kommen mehrmals Leute, die sagen, ja, ich bin Moslem oder ich bin ungläubig oder ich bin Heide oder ich glaube an Thor oder wen auch immer. Oder ich bin schon Christ, genau. Aber hier sehen wir mal ganz genau, dieses Wort richtet sich nicht nur an die Christen, die seit Generationen jeden Sonntag in die Kirche gehen und Weihnachten und Ostern auch und natürlich auch brav Kirchensteuern zahlen oder so, sondern es richtet sich wirklich an die Gottlosen, an Gottlose, wie jeder von uns früher ein Gottloser war. Das ist wunderbar zu sehen. Genau, das ist erstmal eine Einladung Gottes. Und diese Einladung wird weitergeführt, nachdem Gott sagt, jetzt tut doch endlich Buße, steht in Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt, und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Amen. Wunderbar. Es regnet so ein bisschen draußen jedenfalls, Gott sei Dank nicht allzu stark, sonst wird man mich nicht mehr hören in den letzten Reihen. Von ja, so ein kleines Stoßgebet losgeschickt, als es wieder anfangen wollte. Und Gott hat diesen Regen als wunderbares Bild gebraucht, um zu zeigen, Mensch, guck mal, der Regen kommt runter von den Wolken, die Gott da einfach schweben lässt, mehrere Tonnen Wasser lässt er über unsere Köpfe hinweg schweben. Und dieser Regen kommt runter und er kehrt nicht wieder bis nach oben zurück, bis da Pflanzen bewässert worden sind, Tiere getränkt worden sind, wir getränkt worden sind, diese Pflanzen dann irgendwann Frucht gebracht haben, aus dieser Frucht dann vielleicht Brot oder sonst was hergestellt worden ist, vielleicht Kuchen, ich esse gern Kuchen, und uns alle ernährt hat und dann vielleicht sogar noch ins Meer geflossen ist und dann kehrt es wieder zurück und in die Wolken. Und so ist Gottes Wort. Es kehrt nicht leer zurück. Wenn Gottes Wort erstmal ausgesprochen worden ist, es bleibt nicht ohne Folgen. Und das ist wunderbar. Wie ihr sagt, es ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Gottes Wort hat Wirkung. Und jetzt lasst uns mal drüber nachdenken. Wenn Gott damals nur ein paar Worte geredet hat, in diesen 6 Tagen, das sind wirklich nur ganz kurze Befehle. Was werden dann all diese Worte hier mit uns anrichten? Dieses ganze Wort, diese ganze Bibel ist voll mit Gottes Worten. Was wird das in unserem Leben verändern, wenn wir ihn an uns wirken lassen? Wie wunderbar. In 1. Korinther 2 können wir den Vers 9 aufschlagen. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und mit diesem Geist können wir Gottes Wort verstehen. Das ist wunderbar zu wissen. Und jeder von uns, egal wie neu er im Glauben ist, egal wie frisch er im Glauben ist, wenn er die Bibel aufschlägt, kann wirklich zu Gott beten, zu seinem Schöpfer,
Wenn Gott wirklich seinen Sohn für dich geschickt hat, um Beziehung mit dir herzustellen und nichts ihn aufgehalten hat, sogar seinen eigenen Sohn hat er getötet, damit er Beziehung haben kann mit dir, dann wünscht er sich doch wohl, dass du mit ihm sprichst. Und wenn wir sein Wort aufschlagen, dann dürfen wir zu ihm sprechen und sagen, Gott, vielleicht ist das wirklich ein Buch mit 7 Siegeln für mich, vielleicht ist das noch schwieriger als der Chemieleistungskurs damals in der Schule, aber bitte hilf mir, dein Wort zu verstehen. Und Gott durch seinen Geist hilft uns, sein Wort zu verstehen, es ist wunderbar. Und hier steht ja, der Geist Gottes, der durchforscht alles. Und wenn nicht der Geist, der in uns ist, also jetzt erstmal der menschliche hier, wer versteht denn uns besser als unser eigener Geist? Also ich verstehe mich schon. Ich hoffe, ihr versteht mich auch. Das, was ich sagen will. Und der Geist Gottes, der versteht ja wohl am allerbesten, was Gott sagen will und was Gott ausdrücken will. Und dieser Geist Gottes, der wohnt in uns. Und dieser Geist Gottes, der erklärt uns sein Wort ganz klar, wenn wir ihn fragen. Und er hilft uns. Und das Wunderbare ist, dass er auch anderen Geschwistern geholfen hat, die uns dann noch mehr erklären können. Und so ist es ein Geben und Nehmen. Ja, Matthäus 5, 17, 18 müsst ihr nicht aufschlagen, lese ich gerade nochmal vor. Da sagt Jesus in der Bergpredigt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Es ist doch wunderbar, oder? Manche denken so, ja, das Alte Testament, ja, war der erste Versuch von Gott, hat nicht so richtig geklappt. Ja, und dann kam Jesus und dann hat es geklappt. Aber nein, Jesus sagt, dass kein Wort, was von Gott ausgeht, nimmt er jemals zurück. Sondern das, was Gott ausgesprochen hat, das bleibt bestehen. Und zwar bis zum Ende, wird länger bestehen bleiben als dieses ganze Universum. Und das ist wunderbar zu sehen, wie Jesus auch sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um das ganze Alte Testament aufzulösen. Wir sehen, bis heute haben wir das Alte Testament in unserer Bibel mit dabei. Sondern er ist gekommen, um zu erfüllen. Und er hat all das, was noch fehlte im Alten Testament, hat er erfüllt. Und all das, worauf im Alten Testament hingearbeitet worden ist und was prophezeit worden ist, darauf war die Antwort Jesus Christus. Und Jesus Christus ist so der zentrale Punkt. Alles hat zu Jesus hingeführt und wir schauen jetzt zurück zu Jesus. Alles hat hingeschaut auf Jesus Christus, als er noch nicht da war, und wir schauen jetzt zurück, weil er das Zentrum ist. Er ist der Vollbringer, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, in Jesaja 40, braucht ihr auch nicht aufschlagen, sind nur 2 Verse, Jesaja 40, 7 bis 8. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Amen. Genau. Und vielleicht merkt ihr das so langsam, Gott legt ganz schön Gewicht auf sein Wort, ihm ist sein Wort ganz schön wichtig. Und deswegen lass uns doch gerade nochmal Psalm 12 aufschlagen. Genau. Psalm 12 ab Vers 3, da geht es erstmal um die Menschenkinder, was die Menschenkinder alles für Worte von sich geben. So, die Menschenkinder, sie erzählen Lügen, jeder seinem Nächsten. Mit schmeichelnder Lippe, mit hinterhältigem Herzen reden sie. Der Herr möge ausrotten alle schmeichelnden Lippen, die Zunge, die großtuerisch redet. Sie, die sagen, wir wollen mit unserer Zunge herrschen, unsere Lippen stehen uns bei. Wer ist unser Herr? Ja, wenn man heute in der Uni ist, selbst wenn man Theologie studiert, wird eine ganze Menge geredet. Und vielen Leuten, die vielleicht vorher gläubig waren oder großes Interesse an der Bibel hatten, wurde der Glaube schon ausgeredet an den theologischen Unis. Und da wird viel geredet. Da wird auch geredet, es gibt 100 Auslegungen zu jedem Vers, die werden schon alle irgendwo richtig sein.
Man kann eigentlich mit der Bibel machen, was man will, aber letzten Endes steht hier genau, was sie sagen in ihrem Herzen. Wir wollen mit unserer Zunge herrschen, unsere Lippen stehen uns bei, wir können mit der Bibel machen, was wir wollen. Aber, was sagt Gott dazu? Weil die Elenden unterdrückt werden, Vers 6, und die Armen seufzen, so will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr. Ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. Die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenen Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Du, o Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten, vor diesem Geschlecht ewiglich. Ja, ein Freund von mir, über den ich ab und zu mal rede, der Agnostiker war und der Lehre der Zeugen Jehovas zugeneigt war, der glaubte nicht so wirklich an die Bibel, der nahm das nicht so wirklich ernst, aber der konnte mit der Bibel umgehen, um einen zu verunsichern. Das war der Wahnsinn. Und ich hatte schon 4 Jahre Bibelschule hinter mir und redete mit ihm und dachte so, ja, wird schon gut gehen, das Gespräch. Und der hat mich in der Weise, wie ich Gottes Wort verstehe, total verunsichert, so als hätte ich es total falsch verstanden. Als hätte ich das ganze Evangelium total falsch verstanden, als sei Jesus Christus nicht Gott. Der hat mich so verunsichert, dass ich dann, weil ich habe mich vorher nie so mit der Gottheit Jesu auseinandergesetzt, für mich war immer klar, ja, Jesus ist Gott, ist doch klar. Aber auf welchem Wort Gottes, wie groß das Fundament ist, was diese Gottheit Jesu wirklich trägt in seinem Wort, das war mir vorher nicht so bewusst. Und dann habe ich Gott gebeten und gesagt, Gott, also das hat mich jetzt echt erschüttert gerade. Bitte zeig mir, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Mach's mir bitte klar. Und ja, er hat wunderbar ganz viele Verse nach und nach geschenkt und gezeigt, es ist ganz eindeutig. Jesus Christus ist wirklich Gottes Wort. Da kann dir keiner was erzählen. Es ist wunderbar zu wissen. Aber bei ihm war es so, mein Anschein, dass er eigentlich nur beweisen wollte, hey, guck mal, ich kann dich so erschüttern in deinem Glauben und ganz ehrlich, du kannst dich nicht auf die Bibel verlassen. Jeder kann doch interpretieren, was er will und am Ende stehst du da. Und es liegt ja alles nur an deiner Interpretation und letzten Endes kann man Gottes Wort nicht ernst nehmen, besser lebt man ohne Gottes Wort. So, das war das, was unterm Strich nach der Diskussion bei ihm rauskam. Und es ist so wunderschön zu wissen, dass Gott so nicht mit seinem Wort funken lässt. Und es gibt so viele Menschen, die dieses Wort Gottes verändern wollten. Ist doch klar, wenn man sagt hier, das ist Gottes Wort und da steht drin, dass wir jetzt Kreuzzüge machen sollen und wir greifen jetzt Israel an oder so oder keine Ahnung was, ist das ein riesiges Machtinstrument, wenn man sagen kann, ja, Gott hat gesagt, das sollen wir jetzt tun. Aber Gott hat gesehen, wie der Mensch immer wieder sein Wort verändern wollte, immer wieder die Wahrheit manipulieren wollte und er sagt, nö, ich werde aufpassen. In Vers 8, du, o Herr, wirst sie bewahren, diese Worte, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Vor all den Generationen korrupter Menschen hat Gott sein Wort bewahrt bis heute. Gut, ich lese, glaube ich, noch 2 Verse vor. Zwei Abschnitte. Gut, einmal 2. Petrus 1 ab Vers 16. Und das ist wunderbar. Hinten sitzt der Bruder Alex, mit dem hatte ich vor 3 Wochen, glaube ich, ein wunderbares Gespräch gehabt. Und er hat auch bezeugt, etwas, was ihn unter anderem von der Bibel überzeugt hat, war die Historizität der Bibel. Es geht um echte Menschen, es geht um echte Orte, es geht um echte Tatsachen. Es ist wirklich passiert, was in der Bibel dokumentiert ist. Es ist nicht irgendein Hirngespinst, es ist nicht irgendein Märchen. Und das unterscheidet die Bibel so wunderbar von allem anderen. Wenn wir nachprüfen, dann dürfen wir sehen, es ist wirklich Tatsache, es ist wirklich Wahrheit. Und das bezeugt Petrus auch hier so wunderbar, wie er hier sagt ab Vers 16 in 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen.
Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ja, es ist einmal ein Licht für uns in der Finsternis, das sehen wir auch in dem Psalm. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ja, es ist ein prophetisches Wort. Also Gott hat zu Menschen geredet und diese Menschen haben weitergeredet. Das ist ein Prophet. Ein Prophet empfängt ein Wort Gottes und soll es weitergeben. Es ist wie ein Sprachrohr. Und so haben Menschen von Gott beeinflusst, Gottes Wort aufgeschrieben und darauf dürfen wir uns verlassen. Und erstens ist das dann nicht Menschenwort. Es gibt irgendwie ein Buch, das heißt Menschenwort und Gotteswort, und das will dann irgendwie die Bibel so aufschneiden und auf der einen Hälfte sagen, ja, okay, das ist Gottes Wort, aber das hier ist Menschenwort. Da hat der Paulus sich geirrt, das konnte er ja damals noch nicht wissen. Ne? Aber nein, Gottes Wort ist Gottes Wort und Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Und Gott kann Menschen gebrauchen, um sein Wort an uns weiterzugeben. Das ist die eine Sache. Die Propheten, die haben nicht irgendwie selber was aufgeschrieben oder selber was gedeutet oder so. Da haben gesagt, ja, okay, heute kommt der Wind von dort, ja, dann heißt das, morgen gibt es Regen oder keine Ahnung, haben das aufgeschrieben, gesagt, das ist Gottes Wort. Nein, sie haben wirklich Gottes Wort gehört und haben es wirklich aufgeschrieben. Und zweitens, keine Weissagung der Schrift ist von eigenmächtiger Deutung. Das heißt, es gibt Gott sei Dank wirklich die Deutung, die Wahrheit ist. Man kann nicht einfach hingehen und alles Mögliche interpretieren, was man will, sondern Gottes Wort hat eine klare Bedeutung und die gibt er uns auch weiter, wenn wir ihn darum bitten. Und das ist wunderbar zu wissen. Als letztes wollte ich nochmal 2. Timotheus 3, 14 bis 17 aufschlagen. 2. Timotheus 3, ab Vers 14 bis 17. Da spricht der Paulus zu dem Timotheus in dem Brief, ab Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, vorhin habe ich gemeint, Mensch, wenn Gott damals so wenig Worte verloren hat bei der Schöpfung, wie viel werden all die Worte hier in der Bibel in unserem Leben ausrichten? Und hier sehen wir, wozu diese Worte ausgesprochen worden sind von Gott. Einmal zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit und damit der Mensch ganz zubereitet ist für jedes gute Werk, völlig ausgerüstet, komplett ausgerüstet. Wir brauchen nicht irgendwelche Bücher von irgendwelchen Psychologen, um den Menschen besser zu verstehen. Wir brauchen Gottes Wort und Gottes Wort reicht völlig aus, um für jedes gute Werk auszurüsten. Und es ist wunderbar zu sehen, wie die Leute 1700, 1800, die kein YouTube hatten, die kein Fernsehen hatten und vielleicht auch nicht so viele Kommentare wie wir heute, wie da Geschwister waren, die viel weniger Ablenkung hatten wie wir, die sich viel tiefer mit Gottes Wort auseinandergesetzt haben, was die von sich gegeben haben. Die haben Bücher geschrieben, da stehen so tiefe Wahrheiten drin, die erschüttern einen, wenn man die liest. Und denkt, warum habe ich das nicht viel früher gelesen in der Bibel? Ist doch eigentlich ganz klar. Und Gottes Geist in uns bestätigt, dass das, was diese Männer geschrieben haben, dass das mit dem Wort Gottes übereinstimmt.
Und es ist einfach wunderbar zu sehen. Sie waren viel beschränkter, so was die Anzahl der Bücher betraf, aber sie hatten Gottes Wort. Sie haben sich damit tief auseinandergesetzt und sie hatten wahrscheinlich viel mehr Frucht als wir heute, die wir so viele Sachen nebenbei haben. Ja, jetzt wollte ich noch auf den Psalm 119 kommen. Mag mir jemand sagen, wie lange wir jetzt schon dabei sind? Halbe Stunde? Gut, das ist eine gute Zeit. Gut, zu Psalm 119. Nur ein paar einleitende Worte. Er ist einmal alphabetisch geordnet nach dem hebräischen Alphabet. Also in der Schlachterbibel, da sieht man das dann auch. Dass dann da die hebräischen Buchstaben so als Überschrift darüber stehen. Ne? So, das ist ein Stilmittel. Also, wenn wir heute irgendwas betonen wollen, dann schreiben wir es dick oder wir Text machen da mit einem Textmarker, malen wir da in dem Text rum oder wir unterstreichen was oder was auch immer, machen Fußnoten. Aber sie damals, und das gibt es bis heute ja auch in der Poesie, haben Stilmittel benutzt, um Dinge zu betonen, die sie besonders wichtig halten. Und hier haben sie zum Beispiel das Stilmittel benutzt, das gibt es auch in anderen Psalmen, dass sie es alphabetisch geordnet haben, die ersten Verse. Also wenn man es im Hebräischen aufschlägt, dann fangen die, so wie ich das verstanden habe, alle mit diesem Buchstaben Aleph an. Und dann geht es weiter mit Bet und dann fangen all die Verse mit Bet an und so weiter. An und für sich sowieso in sich schon ein Kunstwerk, aber es hat auch einen Sinn. Das zeigt einfach, wie vollständig das Thema ist, worum es sich handelt. Und das Zentrum dieses Psalms 119 ist Gottes Wort. Es wird mit verschiedenen Worten angesprochen, wie das Gesetz, dann die Anordnungen Gottes, die Bestimmungen Gottes und das Wort Gottes. Und darum dreht sich dieser wunderbare Psalm. Es ist wie ein Liebesbrief, wie ein Liebesgebet zu Gottes Wort, über Gottes Wort. Es ist wunderbar zu lesen. Da geht einem das Herz auf. Und der Psalm ist der längste und mit Abstand das längste Kapitel in der Bibel. Und was mich heute Morgen so echt ein bisschen Gänsehaut gemacht hat, ist, es ist ganz, also sehr exakt, jedenfalls in meiner Bibel, ganz exakt in der Mitte der Bibel. Meine Bibel hat ja so ein bisschen Vorwort und so weiter, ne? Dann fängt die Seite 1 mit 1. Mose 1 an. Offenbarung 22 hört bei mir mit der Seite 1982 auf oder so. So, 79 und 81, okay. 1981. Der Psalm 119 befindet sich genau auf der Seite 991. Wenn du 991 mal 2 nimmst, kommst du bei 1982 raus. Also zentraler kann es kaum sein. Und wir reden hier nicht um Prozente, es sind Tausende von Seiten. Und da ist es exakt in der Mitte. Wir hätten jetzt, was die verschiedenen Übersetzungen betrifft und Fußnoten und so weiter, hätten wir 40 Seiten Spielraum, um in dieser 50%-Marke zu sein. Und da ist Psalm 119 aber hochexakt in der Mitte. Und auch das ist von Gott immer wieder, auch zum Beispiel in den Klageliedern sieht man das, hat Gott das immer wieder als ein Stilmittel gebraucht, um zu zeigen, hey Leute, das ist wirklich ganz exakt wichtig. Kann man nicht mit jedem Kapitel machen. Aber es fällt bei manchen Kapiteln wirklich auf. Und wenn es schon der längste und der größte Psalm ist in der ganzen Bibel, das längste Kapitel, ich glaube, Gott will uns da was deutlich machen. Ja, dieser Psalm geht um Gottes Wort. Und da braucht man nicht viel auslegen. Ich lese ihn einfach vor, lasst ihn auf euch wirken und genießt ihn einfach. Es ist wunderbar zu sehen, welch eine Liebe dieser Psalmist zu Gottes Wort hat. Ja, und lasst uns von dieser Liebe anstecken, dass wir einfach in der stillen Zeit mit noch mehr Liebe, noch mehr Dankbarkeit diesen Schatz in den Händen halten. Psalm 119, ab Vers 1. Oh, ganz gerne an die Wand. Perfekt. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen,
die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge, wo dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu Schanden werden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisungen will ich halten, verlass mich niemals. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o Herr, lehre mich deine Anweisung. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an den Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort befolge. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Ich bin ein Fremdling auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Du hast die Frechen gescholten, die Verfluchten, die abirren von deinen Geboten. Wälze Schimpf und Schande von mir ab, denn ich habe deine Zeugnisse bewahrt. Sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich, aber dein Knecht sind nach über deine Anweisungen. Ja, deine Zeugnisse sind meine Freude, sie sind meine Ratgeber. Meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. Ich habe meine Wege erzählt und du hast mir geantwortet. Lehre mich nach deinen Weisungen. Lass mich den Weg verstehen, den deine Befehle weisen, so will ich reden über deine Wundertaten. Meine Seele weint vor Kummer, richte mich auf nach deinem Wort. Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Ich halte fest an deinen Zeugnissen. Herr, lass mich nicht zuschanden werden. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen Raum. Lehre mich, Herr, den Weg deiner Anweisungen, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigen zu schauen. Belebe mich nach deinen Wegen. Erfülle an deinem Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. Wende von mir ab die Schmach, die ich fürchte, denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen, belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Herr, lass mich deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, damit ich dem antworten kann, der mich schmäht, denn ich verlasse mich auf dein Wort. Und nimm nur nicht das Wort der Wahrheit von meinem Mund, denn ich hoffe auf deine Bestimmungen. Ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewiglich, und ich werde wandeln in weiten Raum, denn ich suche deine Befehle. Ja, ich will vor Königen von deinen Zeugnissen reden und mich nicht schämen. Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Die Frechen haben mich arg verspottet, dennoch bin ich von deinem Gesetz nicht abgewichen. Wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o Herr, so werde ich getröstet. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Deine Anweisungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne. Bei Nacht denke ich an deinen Namen, o Herr, und ich bewahre dein Gesetz. Das ist mir zuteil geworden, dass ich deine Befehle befolgen darf. Ich sage, das ist mein Teil, o Herr, dass ich deine Worte befolge. Ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst, sei mir gnädig nach deinem Wort. Als ich meine Wege bedachte, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen. Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Die Schlinge der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Ich bin verbunden mit allen, die dich fürchten und die deine Befehle befolgen.
Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Güte. Lehre mich deine Anweisung. Du tust Gutes an deinem Knecht, o Herr, nach deinem Wort. Lehre mich rechte Einsicht und Erkenntnis, denn ich habe deine Geboten geglaubt. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Anweisung. Die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet. Ich aber befolge von ganzem Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett, doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als tausende von Gold- und Silberstücken. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht, damit ich deine Gebote lerne. Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich hoffe auf dein Wort. Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Lass doch deine Gnade mein Trost sein, nach deinem Wort an deinem Knecht. Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe, denn dein Gesetz ist meine Freude. Lass die Hochmütigen zu Schanden werden, weil sie mir mit Lügen Unrecht getan haben. Ich aber sinne über deine Befehle nach. Lass die sich mir zuwenden, die dich fürchten und die deine Zeugnisse erkennen. Mein Herz soll sich redlich an deinen Anweisungen halten, damit ich nicht zu Schanden werde. Meine Seele verlangt nach deiner Hilfe, ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen verlangen nach deinem Wort und fragen, wann wirst du mich trösten? Bin ich auch geworden wie ein Schlauch im Rauch, so habe ich doch deine Anweisung nicht vergessen. Wie viele Tage bleiben noch deinem Knecht? Wann willst du an meinen Verfolgern das Rechtsurteil vollziehen? Die Frechen haben mir Gruben begraben. Sie, die sich nicht nach deinem Gesetz richten. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Sie aber verfolgen mich mit Lügen. Hilf mir. Sie hätten mich fast vertilgt auf Erden. Ich aber verlasse mich auf deine Befehle. Ich aber verlasse deine Befehle nicht. Belebe mich nach deiner Gnade, so will ich das Zeugnis deines Mundes bewahren. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Bestimmungen stehen sie noch heute, denn alles muss dir dienen. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Ich bin dein, hilf mir, denn ich habe nach deinen Befehlen getrachtet. Die Gottlosen lauern mir auf, um mich zu verderben, aber ich richte meinen Sinn auf deine Zeugnisse. Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen, aber dein Gebot ist unbeschränkt. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort meinen Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständig, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. Ich bin tief gebeugt, Herr. Belebe mich nach deinem Wort. Herr, lass dir doch wohlgefallen die freiwilligen Opfer meines Mundes und lehre mich deine Bestimmung. Mein Leben ist beständig in Gefahr, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber ich bin von deinen Befehlen nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind die Wonne meines Herzens. Ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisung zur Erfüllung auf ewig bis ans Ende. Ich hasse die geteilten Herzen sind, aber dein Gesetz habe ich lieb. Du bist mein Schirm und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Weicht von mir, Übeltäter. Ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Unterstütze mich nach deinem Wort, damit ich lebe und nicht zu Schanden werde mit meiner Hoffnung. Stärke du mich, so ist mir geholfen und ich werde deine Anweisung stets beachten. Du wirst alle verwerfen, die von deinen Anweisungen abweichen, denn ihre Täuschung ist vergeblich. Wie Schlacken räumst du alle Gottlosen von der Erde hinweg. Darum liebe ich deine Zeugnisse. Mein Fleisch schaudert aus Furcht vor dir.
und ich habe Ehrfurcht vor deinen Bestimmungen. Ich habe Recht und Gerechtigkeit geübt, überlass mich nicht meinen Bedrückern. Tritt als Bürger ein zum Besten für deinen Knecht, dass mich die Frechen nicht unterdrücken. Meine Augen verlangen nach deiner Rettung und nach dem Wort deiner Gerechtigkeit. Handle mit deinem Knecht nach deiner Gnade und lehre mich deine Anweisung. Ich bin dein Knecht, gib mir Einsicht, damit ich deine Zeugnisse verstehe. Es ist Zeit für den Herrn zu handeln, sie haben dein Gesetz gebrochen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Darum halte ich alle deine Befehle in allem für recht und hasse jeden Pfad der Lüge. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach deinem Rechtsspruch für die, welche deinen Namen lieben. Mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen und ich will deine Befehle befolgen. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Anweisung. Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt. Gerecht bist du, o Herr, und deine Bestimmungen sind richtig. Du hast deine Zeugnisse in Gerechtigkeit verordnet und in großer Treue. Mein Eifer verzehrt mich, weil meine Widersacher deine Worte vergessen. Dein Wort ist wohlgeläutert und dein Knecht hat es lieb. Ich bin gering und verachtet, doch deine Befehle habe ich nicht vergessen. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Angst und Drangsal haben mich getroffen, aber deine Gebote sind meine Freude. Deine Zeugnisse sind auf ewig gerecht. Gib mir Einsicht, so werde ich leben. Ich rufe von ganzem Herzen, Herr, erhöre mich. Ich will deine Anweisungen befolgen. Ich rufe zu dir, hilf mir, so will ich deine Zeugnisse bewahren. Ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie, ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über dein Wort. Höre meine Stimme nach deiner Gnade, o Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Die der Arglist nachjagen, nahen sich, von deinem Gesetz sind sie fern. Du bist nahe, o Herr, und alle deine Gebote sind Wahrheit. Längst weiß ich aus deinen Zeugnissen, dass du sie auf ewig gegründet hast. Siehe mein Elend an und errette mich, denn ich habe dein Gesetz nicht vergessen. Führe meine Sache und erlöse mich, belebe mich nach deinem Wort. Das Heil ist fern von dem Gottlosen, denn sie fragen nicht nach deinen Anweisungen. Deine Barmherzigkeit ist groß, o Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Zahlreich sind meine Verfolger und Widersacher, dennoch habe ich mich nicht abgewandt von deinen Zeugnissen. Wenn ich die Abtrünnigen ansehe, empfinde ich Abscheu, weil sie dein Wort nicht bewahren. Siehe, ich liebe deine Befehle, o Herr, belebe mich nach deiner Gnade. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Fürsten verfolgen mich ohne Ursache, aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Ich hasse die Lüge und verabscheue sie, dein Gesetz aber habe ich lieb. Ich lobe dich siebenmal am Tag wegen der Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Ich hoffe auf dein Heil, o Herr, und tue deine Gebote. Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Ich habe deine Befehle und deine Zeugnisse bewahrt, denn alle meine Wege sind vor dir. Herr, lass mein Rufen vor dich kommen, gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort. Lass mein Flehen vor dich kommen, errette mich nach deiner Verheißung. Meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Anweisungen lehrst. Meine Zunge soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Deine Hand komme mir zu Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Lass meine Seele beleben, damit sie dich lobe, und deine Bestimmungen seien meine Hilfe. Ich bin in die Irre gegangen wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Amen. Wir sehen hier ein wunderbares Gebet. Und in diesem wunderbaren Gebet sieht er auf der einen Seite diese unschätzbar wertvolle Perle, dieser gewaltige Schatz, kostbarer als Gold und Feingold, über den man sich freuen kann, wie jemand, der große Beute findet. Das ist Gottes Wort
und daran wollen wir uns halten, dann sagt er, ich habe das Gelübde abgelegt und ich will deine Gebote befolgen. Jeder von uns hat sich taufen lassen und gesagt, Herr Jesus Christus, du bist der Herr, dir will ich gehorchen, dir will ich nachfolgen. Und gleichzeitig sehen wir, er betet immer wieder um Gnade. Gott, bitte hilf mir, dein Wort zu halten, denn ohne deine Hilfe schaffe ich es nicht. Aber mit deiner Hilfe geht es wunderbar. Gottes Segen euch allen, danke für eure Geduld und Gott ist wunderbar. Shalom.